Okay. Rock'n'Roll, Baby. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo einer, oder? Ach Mensch, irgendwie sieht's hier schon cool aus, muss ich sagen. Aber wir können ja hier nicht lange uns lange aufhalten. Wir müssen ja hier... War da gerade was? Aha, der Defi ist aufgeladen. Da kann ich jetzt beruhigt weitergehen. Aha, aha, aha. Na, komm schon. Die stecken aber auch viel ein, diese Mutanten. Hä? Ach da. So. Lass mich doch mal erst hier gucken. Ah ja. Was steht da oben? Myxo. Keine Ahnung, was da steht. Auf jeden Fall. Ich halte mich hier viel zu lange auf. Killer! Na, es klingt ja schon sehr einladend. Stofflappen. Aha, die habe ich die ganze Zeit gesucht, damit ich hier auch ein bisschen sauber machen kann von dem ganzen Dreck, der hier rumliegt. Mutanten für Feinschmecker. Kann ich die Bücher eigentlich auch lesen? Ein Klemmbrett. Aha. Könnte ein Entwickler sein. Ich weiß nicht, ob die sich... Nanotritenverbindung. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich hier auch irgendwo verewigt haben. Und ich hoffe, wir müssen uns nicht allzu lange in der Totenstadt hier aufhalten. Da geht's nach unten. Geht's hier drüben auch nach unten? Scheiße, hier geht's auch nach unten. Wo muss ich denn, wo soll ich denn lang gehen? Was ist das da? Ah, aha. Die Tür ist zu, hier ist sonst nichts weiter, oder? Nee, kann ich auch nicht aufmachen. Ich kann es noch nicht mal umstoßen, das ist ja auch doof. Dann muss ich wohl hier weiter. Da passiert doch gleich was. Ach du Scheiße. Okay, ganz ruhig. Scheiße! Hallo? Lebt er noch? Anscheinend nicht. Natürlich, natürlich. Aua! Naja, der schleimt uns immerhin bloß voll. Oder auch nicht. Scheiße. Ich halte ja schon drauf, was das Zeug hält, aber es hilft nicht. Und die gehen mir ja auch auf den Sack, diese Kleinen. Nee, 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 nee. So haben wir nicht gemettet. Aufs. Ach. Müssen wir nachladen. Diese kleinen verkackten Zombies. Na, endlich ist der down. Das ist ja schön, das freut mich. Und du kriegst auf die Fresse. So. Waren das alle? Will da noch jemand was? Anscheinend nicht. Okay, dann kann ich weitergehen. Was ist das denn? Ist das ein Herz? Das sieht ja voll eklig aus, oder was meint ihr? Da tropft auch noch Blut runter. Ich glaube, hier richte ich mir ein, Sammelkarte Krake. Ist richtig wohnlich hier.
Aber wo geht's jetzt weiter? Vermutlich hier, aber ich gucke erst nochmal schnell hier hinten. Ach, ein Parkscheinautomat. Ja, das ist übrigens mein Auto. Das sieht immer so aus, das habe ich schon so gekauft. Das ist ein Unfallwagen. Okay, was, wie viel muss ich zahlen? Ach du Scheiße. 50 Cent für eine Stunde. Na gut. So, dann legen wir das mal hinter die Windschutzscheibe. So. Und gucken mal, hier ist hier noch was Interessantes. Nein. Hier noch... Ah, Munition. Pistolenmunition habe ich anscheinend voll. Stofflappen kann ich mitnehmen. Schön. Stofflappen kann ich immer gebrauchen. Was war das? Was war das? Beziehungsweise ich will es gar nicht wissen. Ich hoffe, ich begegne dem Vieh nicht. Okay, und ich habe gerade Angst, diesen Schalter zu betätigen. Ach, Pistolenmunition ist voll. Alter, hier liegt so viel Kram rum und ich kann es nicht mitnehmen. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Alte Wanderstiefel. Na, super. Heilige Wurst. Nein, eine Lachsdose. Und billige Schuhe. Mensch. Zalando. Ich bin hier also im Warenhaus von Zalando. Was ist das? Danger Electrical Hazard. Mhm. Vermutlich muss ich jetzt hier den Hebel betätigen. Na super. Stromausfall. Als hätte ich es nicht geahnt. Ach ja, yeah, Elektrobausatz. Okay, jetzt müssen wir auch noch Elektriker spielen. Wo? Das war ja klar. Ach komm. Das war doch klar, dass das jetzt passiert. Ich find's schön, wie sie hinter mir rauskommen. Und wie sie hier einfach nur wegfliegen. Okay. Ach, das ist schon fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kann ich das jetzt endlich öffnen und hier nach unten gehen. Hoppaleit, Bier! Boah, Alter, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Ich will zur U-Bahn. Ach du Scheiße, was war denn das? Ach nein. Wie fällt denn der aus? Stofflappen. Ach, das sind so komische Giftviecher. Glaube ich. Sehen auf jeden Fall voll eklig aus. Ja. Es wird auf jeden Fall noch lustig. Ich speichere mal wieder. Sollte man tun. Hier an dieser Stelle. Weil sonst darf ich den ganzen Mist hier nochmal machen. Na gut, was heißt Mist? Mist in dem Sinne, dass es halt extrem schwierig ist. Und es sieht hier halt einfach schön aus. Zentrum der Totenstadt betreten. Oh mein Gott. Dead City Central. Ich trinke nochmal kurz was nebenbei, meine Freunde. Damit ich auch schön weiter kommentieren kann. Ah.
Das hat gemundet. Und oben links sieht man so ganz schwach im Hintergrund einen Regierungstypen, hat man da gerade gesehen. Suche die Saint-Vita-Klinik in der Totenstadt, also die Heilige Leben-Klinik in der Totenstadt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier ganz vorsichtig vor. Das heißt, wir beginnen damit erstmal zu speichern. Ne, das ist der erste Schritt zum sicheren Vorgehen. Und Schleimmutant. Ach Mensch. Okay. Aber ich muss auch sagen, das Spiel macht süchtig. Also wenn man es einmal angefangen hat, dann muss man es auch zu Ende spielen. Nehme ich mal hier ein bisschen Alkohol mit. Hallo, hol, mach die Birne hol. Ja, ist ein super Witz. Hier habe ich wieder sowas. Ich muss den Strom also erst anschalten, aber vorher mache ich mal knackbares Schloss. Ich habe doch einen Schlossknacker gebaut. Hä? Ich hatte doch einen gebaut. Du willst mich doch verarschen. Es ist doch zum Mäusemelken. Da habe ich mir doch... Ihr habt doch vorhin genau gesehen, also in den paar Folgen vorher, dass ich mir ein Dingens gebaut habe, ein Schlossknacker. Und wieso habe ich den jetzt nicht? Und wie komme ich jetzt hier rein, verdammte Axt? Ach, da muss ich bestimmt mit einem Auto. Auto ausrüsten. Ist das schon das Verbesserte? Ach, Bandagen kann ich mir machen. Die mache ich mir natürlich. Und ein Auto. Wo war das denn? Das war hier ganz am Anfang. Die Hälfte eines Fernglases. Sammelkarten für Rage Mania. Das Bombenauto. Benutzen. Ach, so sieht das neue Bombenauto aus. Sieht schon richtig sein. Na jetzt. Alter. Na jetzt, komm. So, da fahren wir mal hier hinter und dann machen wir mal hier den... Kann ich hier sprengen? Hat das was gebracht? Hat das was gebracht? Vermutlich nicht. Ach doch, hat was gebracht. Und zwar kann ich jetzt hier durchgehen, wenn das fertig gebrannt ist. Brenne schneller, dalalalalala. Ach, ich kann doch einfach so durch. Was? Divers Reisen, Band 1 bis 5. Alter, so viele Bücher kann er doch gar nicht schleppen. Schrotmunition, Pistolmunition, SG-Stahlmunition. Nimm doch den Krempel hier mit, kannst du verkaufen. Nein, das lässt er natürlich liegen. Okay, und dann müssen wir jetzt hier wieder starten. Spind kann ich nicht aufmachen. Okay, gleich wird's grün. Es wird grün, es wird grün. Hier bin ich, glaube ich, noch sicher. Ich bleibe jetzt einfach hier und warte, bis alles grün ist. So. Da ist alles grün. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurück. Natürlich. Wo seid ihr? Hier ist doch noch irgendwo einer. Komm schon, zeig dich. Na, da bist du. Ach, so ein Schleim-Dinger.